Und Servus wieder, na schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge Dead Island 2 und bei unserem Hauptquest, den wir jetzt dem Typen mal abnehmen wollen. So, wahrscheinlich geht es um Typen, die auch trainieren. Easy, big guy. You'll break yourself. Tell them we'll be back. And Moose. You named them? They were my buddies. Oh. When our gym got overrun, we all ran. I always told them to work on their legs. They were too slow. Right. Yeah. They remember what I did. I know it. Karma zombies aren't a thing. So why don't they leave me alone? They just know there's some tasty snacks in here. But if you guys are going to be safe, I need to hunt them down for you. Any idea where to look? Yeah. We always used to hang out at the gym or the lot behind Lenny's. You could look there. Don't offer to come with me or anything. Well, if we're out there anyway. But yeah, be careful. They're both really built. Up top, anyhow. They don't know what they're up against. So, okay. Also, da war man zwar schon, aber ist ja nicht schlimm. Giant fucking root-soaked monsters everywhere, huh? Yeah, that's why we need guns. Big guns. Huge caliber. Ja, da komme ich nicht rein. Egal, wir laufen jetzt da strikt hin. Habe ich repariert? Ja, ich war fein und habe repariert. Was haben wir denn noch nicht ausgerüstet, was uns aber mal zum Vorteil sein sollte? Ja, das ist nicht viel anders, ne? Hier wollte ich ja eigentlich sparen. Dann nehmen wir den Stock noch mit. Ja, ich bin gleich bei euch. Und fangen jetzt mit dem mal an. Ist das eine zweihändige? Eieiei. Ja, wir können es ja versuchen. So, wo müssen wir hin? Da hinten wahrscheinlich, ne? Nö? Nein? Ich dachte, okay, aber da hinten war doch, da ist sogar das Symbol. Ist ja wurscht, wenn ich sagen, ich muss da hin, dann gehe ich da hin. Dr. Reed, do you copy? I copy, where are you? Venice, but I'm going to be delayed. Oh, shit. Well, okay. I know it can't be easy out there. I'm coming out on top, but it's too close. Well, for God's sake, be careful. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe jetzt den Faden verloren, warum dass wir jetzt eigentlich nicht zu dem Typen Arzt, der uns jetzt immer kontaktiert, warum dass wir da jetzt nicht hingehen, warum dass wir da jetzt nicht hinkommen. Habe ich jetzt irgendwie nicht mitgeschnitten. Habe ich sogar ganz vergessen, dass wir deswegen eigentlich da sind. Naja, wird schon passen. Ist ja jetzt nicht so wichtig hier alles, ne? So geschichtlich. Ich weiß, ich kann da eigentlich rum. Oh doch, hier geht's auch. Ich war das nicht. Ich sehe das gar nicht ein, dass ich da jetzt den Lärm dafür zuständig bin, da wieder aufzuräumen. Sehe ich gar nicht ein. So, wir haben ja gesagt, wir machen das ja alles ein bisschen schneller her. Nebenbei ganz klein wenig looten. Damit wir auch wieder basteln können. Das muss man jetzt nicht so genau machen, ne? So, ihr seid ja eh alle down. Okay, da ist das, da ist das. Okay, los geht's. In den abgesperrten Bereich? Hier? Nö. Ja, vielleicht doch. Also so ganz ungefähr jetzt halt. Ach so. Ja, hallo, großer Mann. Wie sieht's denn aus mit Stampfen, genau? Oder Malmen, so wie du es nennst. Es ist zu langsam. Das ist viel zu... Oh Gottes Willen, das ist viel zu langsam. Das kann man nicht machen. Da habe ich mich ein bisschen verschätzt gerade mit der Waffe. Na? Also. Ja, das war nicht der beste Move jetzt, aber okay, haben wir wieder was gelernt. Die Axt ist nichts für uns. Die ist sowas von gar nichts für uns. Ach komm, da müssen wir nicht reingucken, oder? Müssen wir da reingucken? Nee, müssen wir nicht. Geh jetzt mal zu unserem Quest. Was macht die eigentlich so? Und zwar, aha. So, die ist doch viel besser.
Na. My kind of gym. Okay. I'll deal with you guys first. So, bring sie alle um. Bring sie alle um? Alle? So richtig alle, alle? Alle? Ja, da werden die da hinten drin stecken, oder? Nicht so gut. Wie sieht's denn damit aus? Gut. Was war das? Ach, das ist wieder so eine gestachelte. Keine Ahnung jetzt. So, jetzt machen wir es halt einmal, oder? So, wir hätten es, ne? Das war schon. Ich hab's jetzt mal abgebrochen. Vielleicht nützt es da. Ich sehe gerade, das ist nicht ganz runter. Natürlich, ich dachte, jetzt geht's gleich halt los, ne? Ich dachte, wenn die jetzt down sind, dann geht hier das Ding auf. Falsch gedacht. Oh, da lebt ja noch jemand. Lass ihn los! Du bist das ja. Hi. Da hinten, er redet noch mit dir. You're gonna want to see this. Well, it's already burnt into my eyes. Hey, Moose! Oh, yeah. You knew him? Oh, not just some meathead. When he had a head. He wasn't human anymore. Was sucht er jetzt da? And that's the point. Look at this. Na, muss ich? God, what is that? Wrong question, my friend. What you should be asking is, what does it do? Do? Patton. Patton? You see this? A tiny hammer. A tiny hammer now. Sure. But behold, Excalibur! Okay, so I am gonna go. I'm done. Enjoy Hello. Whatever it is. This is. No, 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 wait, wait. It's just like in the movies. Watch. Boop. Whoa. Oh, what? It's insane. All this stuff. It does things. Und was? This could be my EPO. True water. Yeah. It's fucking awesome. Well, I gotta get back. Yeah. Down below. I'll down head below? On down, you old troglodyte. Thanks, though. I'll keep trying stuff out. Ich versteh's nicht. Come by. Neues Organ? Warum sollten die irgendwas was in sich haben? I wouldn't miss it. Was, wenn es außerhalb von denen auftritt, sie explodieren lässt? Check ihn an. Ich wäre jetzt noch gerne drin. Na, gut. So, Leute, ich habe jetzt wieder was vergessen. Sorry, ganz kurzen Moment. Ach, Leute, immer mein Gedächtnis, ne? Ich muss euch ganz kurz, ich bin gleich wieder da. Kleinen Moment. Gleich wieder da. Ah. Es tut mir echt leid. Sag mal. Ja, ich habe gerade Probleme mit meiner Software und irgendwie mag ich auch gerade nicht mitmachen. So, jetzt sind wir wieder dabei. Moment. Ich habe ja gesagt, dass im Hintergrund die Aufnahme ein bisschen komisch für, also von mir, von der Kamera, ein bisschen komisch verkrisselt manchmal. Und jetzt habe ich gerade nochmal einen Test am Fahren und den habe ich vergessen anzuschalten. Anzuschalten? So, jetzt sind wir auch wieder dabei.
So, jetzt gucke ich mal. Es ist aber, konnte ich euch jetzt nicht ersparen. Ich habe jetzt die Hälfte ohne es bekommen und jetzt haben wir die Hälfte mitbekommen aufgenommen, weil während der Aufnahme sehe ich es leider nicht. Tut mir leid. Autophage Vorteile. Halte Ausschau nach Autophage Bauplänen, wenn du LA durchstreist und Quest abschießt. Hä? Verstümmelte Zombies, indem du ihnen die Gliedmaßen abtrennst, so gelangst du in den Besitz von Autophage. Ich weiß nicht, wie ich es anders aussprechen soll, verseuchten Zombie-Teil. Optimiere deine Waffe mit starken Vorteil, mach die Kräfte der Zombies zunutze, um sie zu bekämpfen. Habe ich da eine Knochenaxt aus Zombie-Knochen? Enter Baupläne. Ja, das ist alles neu, aber eigentlich nicht. Wieso? Die habe ich ja, ne? Also die habe ich, die muss ich nicht irgendwie unterstützen. Die muss ich jetzt nicht irgendwie anklicken oder so, die habe ich ja eh, ne? Also ist ja klar. Okay. Find Dylan. Kill Dylan. Killin' Dylan? Pull out Dylan's squishy bits. Ja, squishy bits. Cool. Squishy bits. So, die ist schon wieder ganz schön runter, aber wir haben uns ja das so ausgesucht. Ja, ich weiß. Sollen wir jetzt da nochmal vorbeigucken? Wohin müssen wir jetzt eigentlich hin? Dylan. Ist der, ach ja, jetzt geht's den anderen Muskel. Komm, wenn es jetzt auf dem Weg ist, haben wir ja gesagt, gucken wir nochmal rein. Vielleicht finden wir, vielleicht geht's ja jetzt. Und das ist nochmal so ein Kraftprotz, ne? Kraftmax. Sozusagen. Hier, nimm mal das Ding, ja? Dankeschön. Mensch, das ist super. Was ist denn jetzt? Jetzt. Nee, wieder nicht. Doch. Halbwegs. Keine Ahnung. Ja. Kriegen wir uns jetzt wieder ein? Hui. Schön. Sag mal, wie sieht's denn damit aus? Ich war eh fast drunter. So, kriegen wir uns jetzt wieder rein? Oder nicht so richtig? Hoppala. Wo ist meine Waffe? Jetzt einfach weg? Ist sie jetzt wirklich weg? Ach, war ich wieder auf dem Umleben. Ich habe das ja schon mal gesagt, wenn man irgendwie auf unebenen Sachen so rennt oder irgendwas drückt, dann funktioniert es manchmal nicht so richtig. Hat es mich wieder eingeholt. Ja, jetzt weiß ich nicht, jetzt ist die Waffe halt weg. Komisch, warum ist die weg? Muss doch ja auch hier sein. Ich brauche eine gute Waffe, die will ich doch wieder haben. Steckt die irgendwie in der Nähe? Ist weg. Ist halt weg. Was Besseres wird das hier? Das war aber die Säurewaffe. Dann heißt es, wir nehmen dich. Ach ja, die. Okay, guck mal wieder rein. Da kann ja eigentlich nur noch... ach so, davor waren welche. Hallo, wie sieht's denn aus? Ich habe hier schon mal alle umgebracht. Okay. Ein paar sind wieder da. Okay. Station. Time to break some laws and stock up on guns. So, du warst der eine krasse Gegner von vorhin, vom letzten Mal. Der jetzt ziemlich schnell ging. Weiß ich nicht. Jetzt sind wir wieder da, wo wir das letzte Mal schon waren. Was übersehe ich? Was könnte es sein? Hier? Das da? Achso, da. Ah, warte mal. Da geht einmal grün, einmal blau. Aha. Das habe ich wohl übersehen. Einmal grün dann noch. All doors were meant to be opened. Grün ist auf jeden Fall... Gut, das habe ich wirklich komplett übersehen. Die grün geht irgendwie aber weg in den Raum. Das kann ich ja gar nicht. Das kann ich ja gar nicht tüdeln. Geht grün hin? Dahin. Kann ich da reinschießen? Ist ja schusssicher wahrscheinlich alles hier, ne? Nein. Das Rätsel war zu hart für mich das letzte Mal. Oh je. Okay, jetzt aber. Da. Hello? Nie fragen, nie rufen. Okay, okay. Ich gehe erstmal da rein. Da ist ja noch einer. So, Raserei haben wir jetzt auch wieder. Und wir sind aufgestiegen. Sogar mit einem Zombie-Kill. Mensch, na, hätte ich hier nie gedacht. Polizeirevier Schlüsselkarte, das ist gut.
Dass wir mal mit den XP, mit den Erfahrungspunkten von Kill aufsteigen können. gut, ganz kurz, schauen wir mal rein. Was haben wir denn Schönes? Ich bin irritiert. Okay. Hier auch nicht. Komisch, dass hier. Warum wird hier jetzt. Warum jetzt hier zwei angezeigt? Okay. Und hier wird wieder ein anderer angezeigt. Habe ich noch gar nicht so bemerkt. Okay, der ist neu. Mach sich fertig, Angriff auf Zombies mit niedriger Gesundheit erhalten einen kleinen Schadensboost. Okay, das ist natürlich schön. Das ist schön. Was müssen wir dazu wegschmeißen? Verstümmle einen Zombie um Gesundheit. Stimmen. Sprich lieber, greife einen Zombies an, wenn du rennst und meinen Moderator. Nee, das ist ja Quatsch. Warum haben wir das überhaupt drin? Wahrscheinlich, weil der Rest auch nicht so doll ist. Okay, dann machen wir den erst einmal. Nehmen wir das einfach so. Du bist down, ne? Das passt. Gut, dann gehen wir mal hier rein. Das war so klar. Du kleiner Fettsack. Da. Was hast du denn die ganze Zeit gemacht? Kleber geschnüffelt. Was wird's? Ach, Inventar ist voll. Was? Wie kann das denn sein? Ich hab doch erst vorher. Na gut. Die hätte ich jetzt aber auch gerne. Ach, jo, ja, warte mal. Kann ich das hier auch schon. Und? Kann ich hier nicht schon. Cyclen? Doch, kann ich. Cyclen geht. Somit ist es hier nichts zu spät. So, und da weiß ich noch nicht so. Okay. Nee, nicht so. Wieder. Verstümmeln bringt ja uns was. Durch den, durch die Fähigkeit. Von daher nehmen wir jetzt mal was, was verstümmeln kann. Brauchen wir aber immer noch Waffen. So, these officers aren't down. Bring it on. Gibt's noch? Also, Leben ist dahingestellt, da. Vegetieren! Kleber, oder? Dachte. Das Kleber, oder? Ah, jetzt brennt das wieder so lang. Kommen wir hier rein? Rule of three. You just need one more key, Ames. Da hinten ist aber auf jeden Fall eine schöne Waffe. Schöne, schnelle Shotgun, glaube ich sogar. Ja. That was almost too easy. All right. What you got for me? Gar nicht so schlimm bisher, ne? Hätte ich bloß nichts gesagt. Awesome. Jetzt wird's wahrscheinlich schlimm. You're in luck, Crab Boys. Nice. Nice. I think I'll keep you for myself. Ja, 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 muss man nicht alles erzählen, was er gefunden hat, ne? Finde ich auch. Diesen Finderlohn. Das ist aber echt bitter, ne? So viele Patronen hier und ich kann die alle nicht mitnehmen. Nochmal durchladen, vielleicht. Vielleicht kriegen wir noch mal irgendwas, dass wir da mehr reinhauen können. Okay, was haben wir jetzt gerade gefunden? Die hier, Sturmschrotflinte, die ist jetzt schon besser, ohne Mods. Ja, damit. Schade. Aber wir wissen jetzt, hier kriegen wir auf jeden Fall Munition, das ist schon mal gut. Vielleicht können wir ja auch einfach dann von hinten rein. Wenn wir da mal mehr tragen können, dann sollte man hier öfter mal vorbeigucken. So, also, und jetzt, wie sieht es denn jetzt aus? Mit der Zeit eigentlich noch gut. Geh mal gleich wieder dahin. Komm, euch brauche ich jetzt gar nicht bearbeiten. Ne? Ihr könnt mich alle mal. Ihr wisst, wie es läuft. Ich habe keine Zeit. Ich nehme hier auf. Wieso bist du nur schon ein bisschen angeschlagen? Ah ja, ne? Das ist mein Staub. Das sind noch ganz schöne Stücke. Das ist ganz hinter. Ganz hinter bis zum Levelende. Da ist der Miniboss dann wieder. Taucht er wieder auf, wenn man schon gemacht hat? Will ich nicht wissen. So rennen ohne Ausdauerverlust ist doch cool. Hier sind die Sanddämonen wieder drin wahrscheinlich. So, wir machen dann einfach alles platt, wenn wir da sind. Dann können wir auch unsere Fähigkeit nochmal nehmen. Das ist aber schick hier. Schon wieder so laut, ne?
Ah, verdammt, Sackgasse. Komm ich rein? Hallo. Oh, Weg versperrt. Oh, this doesn't look like the way. Hallo? Okay. Gashebel. Wo geht's dann raus? Und das Gas jetzt raus? Geht einfach von der anderen Seite rein. Oder? Einfach. This is the lot. Yep. Nein, 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 nein. Da, ich sehe schon. Gehst du jetzt? Ach so, die will gleich Auto reinklettern. Oh, okay, ist klar, weil da gerade der kleine Bossfight ist. Dylan! Oh. Ah. Not now. Ich dachte, es ist was Größeres, was jetzt reinkommt. Dylan, pass auf. Dylan, Mensch! What the fuck? So, und jetzt brennt er halt, ne? Sonst ist er wahrscheinlich immun gegen so einen Scheiß. Aber ist ja nicht schlimm. Let's do this. Doch, weil ich hätte gerne meinen Molotov-Cocktail auch noch eingesetzt. Aber anyway. So, jetzt nimmst du erstmal das hier. Dylan, wie sieht's denn eigentlich aus hier? Super, das blockt es auf jeden Fall nicht. Wenn ich das gerade mache und der springt, ist natürlich dumm. Kurz mal, Dylan, warte mal. Jetzt geht's weiter. Noch? Boah! Haust aber rein. Eieiei, du haust aber echt rein. So, was stand jetzt gerade mit Gesundheit? Habe ich gerade nicht gelesen. Ich habe es gerade echt nicht gelesen. Ich weiß jetzt nicht, was da stand. Gibt es hier irgendwas, was Gesundheit aufbaut? Nein, ne? Gar nichts. Gar nichts, so richtig nichts, ne? Super. Dylan. Dylan, ich finde das voll blöd, dass du jetzt so bremst die ganze Zeit. Weißt du was, Dylan? Wir haben doch was zum Schießen. Weißt du, was wir noch haben? Dylan, du musst mehr deine Beine trainieren, Dylan. Oh, jetzt ist gerade. Oh, das ist jetzt Glück. Okay. Streitkolben. I hope I still have eyebrows. Brennbare Flüssigkeit. First Bridezilla. Then Moose with all those weird internal mutations. Godzilla, ja. Now Dylan, who ignited himself and seemed to enjoy being on fire. Ah, gross. But this is gonna do some really cool stuff. Oh, was? Wie komme ich da hin? Na, oder? Gangrene-Schlüssel voll. Wo ist denn Gangrene-Schlüssel jetzt? Sag mal, weißt du, wo der Gangrene-Schlüssel ist? Unhöflich, hallo? Frau Dingens? Kannst du mir sagen, wo das ist? Ah, kannst du nicht. Gangrene. Medikit. So. Okay, Leute, das ging jetzt schneller, besser als gedacht. Mit der Fähigkeit, die reißt echt was raus. Kann man auch mal ein bisschen drödeln und kann ein bisschen blöd spielen und dann kommt man doch noch klar. Nicht gedacht. Ja. Nö, will ich nicht aufmachen. Da könnten wir mal durch. Geht nicht auf. Da kann man durch, wenn man das vielleicht wegmacht. Ist das ein geheimer? Eigentlich nur von der Seite, ne? Eigentlich nur. Aber hier ist zu. Könnte aber sein durch den Shop. Weiß es nicht. Irgendwas Ekliges bewegt sich gerade. Ich will halt da durch. Gibt's nicht hier Wasser? Gibt's nicht.
Warte mal. Ach so nicht. Make way for the champ. Hallo. Ein was? Ein Buchstab mal wieder. If I was a shutter switch. So. Ein Buchstab mal wieder, okay. Ein? Oh, freedom. Well, freedom to be eaten alive. Wer bist du? Du bist ganz normaler, ne? War kein Schlüssel. Ah, brennt trotzdem. Ich glaube, da haben wir einfach keine Chance, aber ich versuch's jetzt nochmal mit dem hier. Vielleicht geht dann irgendwas auf. Nee. Ich dachte, vielleicht haut's das Brett da weg, aber kann man vergessen. Schade. Okay, kein Schlüssel. Dann nicht. Achso. Ich bin davon ausgegangen, dass wir da hochkommen. Jetzt haben wir eigentlich nur noch abgeben. Das schaffen wir noch, oder? Lass mich mal bitte raus. Danke. I got good news, guys. Der Weg war das letzte Mal so lang. Nur schon ein Stück. Ah, jetzt können wir ja mal gucken, ob der Boss wieder da ist. So, hier steht gerade auf. Letztes Mal war er hier, glaube ich, oder? Ich glaube schon. Muss ich hier lang? Ja. So. Ja, du Stachelheiner. Gut, Leute, dann haben wir es jetzt geschafft. Jetzt gehen wir noch schnell ab. Zusammen, ne? Da haben wir noch was zum Aufnehmen, aber das... Ach, das Ding war das letzte Mal schon da, glaube ich. Also das erste Mal, als wir reingekommen sind. Okay. Okay. Aber wir sind jetzt voll, ne? Wollen wir mal ein bisschen was verkaufen? Nee, ich weiß es nicht. Haben halt wenig Geld, ist auch geil. So, jetzt müssen wir uns mal klarkommen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall mal klarkommen und hauen jetzt und recyceln ein bisschen was. Eine Feuerwaffe. Können wir uns neu machen? Machen wir weg. Machen wir weg. Wir machen jetzt. Wir haben so viele blaue Waffen. Wieso haben wir überhaupt noch grüne dabei? Gut, das ist klar, aber. Was ist mit dem Streitkolben? Der sieht klein aus. Vielleicht ist er sogar schnell genug. Wir können uns jetzt leisten, nur noch blaue zu nehmen. Und die können wir jetzt auch erstmal upgraden. Da. Dann ist der 245 mit Upgrades. So teuer? Verkaufen? Das will ich jetzt mal testen. So, verkaufen. Das hin? Nee, natürlich. aber es steht da jetzt auch noch die Stärke. Ja, das steht alles da. Wir verkaufen jetzt insgesamt 1. Ja. Okay, das können wir uns auf jeden Fall leisten. Und jetzt geht's los. So, den haben wir schon. Die haben wir schon. Den haben wir schon. Das müssen wir machen. Was können wir denn da Schönes tun? Bei Aue in einer vollen Treffern sind traumatisiert. Traumatisiert ist Feuerschaden, Schockschaden, Kraus. Nehmen wir auf jeden Fall das. Dann haben wir hier Fänger Nachleiter, erhöht den Schaden. Auf jeden Fall den Schaden. Und wir können jetzt dann auch höher den Schnelllader reinmachen. Sehr schöne Sache. Dann brauchen wir ja eigentlich schon die schon wieder nicht mehr. Nö, brauchen wir auch nicht. Die auch, ne? Okay, dann haben wir hier noch. Haben wir die selber gemoddet? Ah. Die ist ganz nett, ne? Obwohl sie eher kurz ist. Da brauchen wir aber jetzt noch mal wieder ein Feuer. Warte mal, ist das Feuer? Ja. Da brauchen wir einmal Feuer. Boah, was nicht.
Kraftverlierer, nee, das war auf jeden Fall Schaden, dafür die Haltbarkeit. Schaden ohne Haltbarkeitverlust haben wir noch nicht, ne? Doch, hör mal hier. Und dann nachher nochmal Schwerbewegung, mehr Schaden. So, machen wir das. Okay, dann können wir uns das leisten. Das haben wir immer noch nicht neu. Die müssen wir das nächste Mal auf jeden Fall ausprobieren. Ich hoffe, ich denke dran. Was haben wir denn eigentlich jetzt noch? Wir haben einmal Blitz, wir haben einmal das. Okay, dann können wir die frei wählen. Dann machen wir da. Ach so. Der ist noch besser. Ja, dann machen wir Blutungsschaden. Dann machen wir hier Angriffsgeschwindigkeit mal ausnahmsweise. Nee. Nee, wir machen immer Schaden. Das ist jetzt wurscht. Wir machen jetzt immer auf Schaden. Und hier haben wir nochmal Schaden. Ach, das geht jetzt nicht. Ja, komm, machen wir mal das rein. Okay, dann haben wir die, haben wir ja schon gemacht gerade. Dann haben wir nochmal das bessere Bow. Haben wir ja jetzt da oben das Ding? Nee, haben wir gar nicht. Das ist wirklich nicht viel besser, oder? Weiß ich nicht. Lass uns nicht mal so, wie es ist. Das ist nämlich teuer, wie Sau. Stoff. Na, hier wird es dahin. Da. Und das dahin. Da. Was ist denn jetzt? So, und du kriegst jetzt noch meine Olle. Meine Olle. Nicht die richtige, nicht die richtige verkaufen. Das ist Sturmschrotflinte, die möchte man haben. Und die möchte man verkaufen. Kaufen, ja. Ist okay. Wie würde die bringen? Ja. Okay, kaufen noch irgendwas? Boah, es ist. Wir haben jetzt zweimal was verkauft. Dem reicht immer noch nicht. Wir sind ja echt arm, ne? Dann können wir hier noch die Kraft hängen, dafür die Angriffsgeschwindigkeit. Geht ein moderaten Bus für viel Schaden. Aha. Okay. Dann haben wir die Dinger halt noch. Nee, danke. Und sonst, ja. Hier, geh mal ab, oder? Zuerst. Du. Check it out. I found some guns. Sweet. Where'd you find it? Police station. Like you said. Dude. You lifted from the police station? You're crazy, man. But you told me to go there. I say dumb shit all the time, yo. Even I don't listen to me. Don't you know that place is haunted by zombies? Alright, well, it's not anymore. I cleaned it out, and now you can defend yourselves. Oh, well, thank you very much, Kibutsky. But it's only fair if I trade you for it. So, here. Okay. Okay. Okay, das ist gut. Ist es gut? Doch, ist gut. Ja, es war jetzt nicht der Hammer, ne? Was meinst du? Okay, dann machen wir den. It's done. Both of them? Yep. Jupp. Was it, you know, respectful? Oh, well, okay, so how you saw me fight before? That was like my, standard style. But for cases like these, friends, family, that kind of thing, I have a much more, dignified technique. They went, you know, peacefully, really. Told him not to skip leg day. Every time. It's obvious you were the brains. I bet they could use your smarts at the Sterling Hotel. Why don't you guys come with? Barbed wire, death pits, thousands of zombies? Nuh-uh. Maybe Nuh-uh. Some other survivors come past and we can help them out. Kai's pop-up store may get pay off. No. So how do I reach the Sterling? Get into the big army base on the beach. Take a quarantine corridor to the lifeguard tower, then follow the signs to the green zone. Doesn't sound too hard. Das wird richtig schlimm. Das wird richtig schlimm. Da waren wir auch schon, deswegen sind wir auch nicht reingekommen. Und das wird richtig schlimm. Na gut, Leute. Aber haben wir gut gemacht. Take your pick of the guns or what? I'll pass for now. Only gun I want is a drone. Ja, das wäre nicht schlecht, ne? Oh, was ist jetzt? Hi. War das vorhin schon da? You doing okay? Oh shit, is this the wrong channel? Damn it. I'm trying to contact a friend. I got a talent for this. Bet I can find him. Doubt it. He's somewhere over here in Monarch Studios, and trust me. Nicht schon wieder Studios. Do not want to come here.
Monarch Studios? I've been there before. I can handle it. I think you're crazy, but I'll take any help I can get. I'm searching for the gas station set. One with the giant spider. Nah. Meet me there. Always with the... Okay, das klang jetzt interessant. Ist da so ein R2-D2-Verschnitt mit dabei? Wir haben ja einmal Hyperion Hotel. Warum ist es jetzt wieder Fragezeichen? Waren wir da nicht? Nein? Okay, vielleicht waren wir da nicht ganz. Ah, da müssen wir rein. Ich hätte es gedacht da. Ist auch egal. Also, in nächster Folge würde ich was sagen. Wir machen einmal das Hotel nochmal und dann danach nochmal die blöden Studien. Ich weiß noch nicht, ob ich da rein will. Aber da wir jetzt schon viel besser sind, die anderen aber mitleveln, gucken wir mal. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Servus.